Das ist die Alterssiedlung Bothmer. Hier leben 84 Menschen im Alters- und Pflegeheim und rund 70 weitere als Mieterinnen und Mieter in Alterswohnungen. Einer der Bewohner ist Rudi Wittmer. Er lebt seit einigen Jahren im Bothmer und hat schon früh eine Verbesserung seiner Lebensqualität gespürt. Ich bin hier wirklich daheim, ich habe einen Fuß gefasst. Geht mir gut und ich merke schon an den Jungen an. Wenn wir telefonieren, sagen sie, nein, du bist ganz anders geworden. Und das tut einem wieder gut, wenn man so etwas hört, oder? In der Alterssiedlung Bothmer steht der Mensch im Zentrum. Jeder Bewohner darf sich hier zu Hause fühlen. Begegnungen und der Austausch untereinander sind wichtig für das Zusammenleben. Und nicht nur unter den Bewohnerinnen und Bewohnern, sondern auch mit den Kindern der integrierten Tagesstätte und des Kindergartens. Im Bothmer treffen sich Generationen. So schön hier, man hat Kontakt mit den Leuten, wenn man will, geht man, man trifft immer etwas. Und ich finde auch die Lage super hier. Es ist nicht weit in die Stadt, aber man ist doch ein bisschen neben draußen im Grünen. Im Halbstundentakt verkehren Busse zwischen dem Stadtzentrum von Chur und der Alterssiedlung. Morgens im Stübli. Hier treffen sich die Bewohnerinnen und Bewohner jedes Stockwerks für ein herzhaftes Frühstück, um gemeinsam in den Tag zu starten. In der Alterssiedlung Bothmer ist rund um die Uhr eine kompetente Betreuung und individuelle Hilfe im Alltag gewährleistet. Bei einem Notfall und auch bei persönlichem Bedarf können Mitarbeiter der Pflege oder der Spitex jederzeit über das Rufsystem angefordert werden. Das Hobby von Lotti Kasparis ist Stricken. Bei vielen anderen Lebensbereichen ist sie froh, dass das Team des Bothmer alle Fäden in der Hand hält. Sie sind alle nett und lieb mit einem. Und man kann aufstehen und zum Morgen essen. Man muss nicht Tisch decken, man muss nicht abräumen, man muss nicht einkaufen. Ist doch alles da. Die Betreuung, die Aussicht aus dem Zimmer, die Begegnungen – das sind einige der Faktoren, weswegen sich Lotti Kasparis hier wohlfühlt. Ich bin richtig da daheim. Und fühle mich richtig daheim. Und es ist so schön, man ist frei und hat alles, was man gerne hat. Ich schätze das. Malen, sich handwerklich betätigen und den Geist trainieren. Das Aktivierungsangebot im Bothmer ist sehr vielseitig und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Beim Gedächtnistraining wiederum ist hohe Konzentration gefragt. Immer mit dabei unser Team von Aktivierungstherapeutinnen. Auch bei Bewohnerinnen und Bewohnern mit höheren Pflegebedürfnissen. Im Erinnerungsgarten können sich Menschen mit einer Demenzerkrankung sicher bewegen. Und wer mag, kann bei der Pflege des Hochbeets mithelfen. Das Mittagessen wird um 11:30 im Stübli serviert. Wir haben einen super Koch, ich kann hier ein bisschen mitreden. Und ein grosses, vielfältiges Angebot, wirklich. Und dann die Anlässe, die sie machen, das ist immer etwas. Oder die Therapie, man kann sich immer auch immer anschliessen, oder? Da geht es manchmal nicht immer nur gerade um Sachen. Man lernt dann wieder zwei, drei andere kennen, die man vorher nicht einmal gegrüsst hat, oder?
Nein, ich finde das super, wie das läuft hier. Zum vielfältigen Angebot in der Alterssiedlung Bodmer gehören eine Podologiepraxis und ein Coiffeursalon. Das moderne Café mit Restaurant im Hauptgebäude ist ein beliebter Treffpunkt für Bewohner, Mieter und Gäste. Im dazugehörigen Saal finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Etwas erleben, lernen oder genießen. Mit Konzerten, Vorträgen und beliebten kulinarischen Anlässen werden alle Sinne angesprochen. Gottesdienste werden in der hauseigenen Kapelle gefeiert. Ein besonderes Highlight ist auch die Modeschau. Anlässe wie diese bringen die Bewohnerinnen und Bewohner zusammen und bieten Freude und Abwechslung. Die Alterssiedlung Bodmer schafft Raum für Begegnungen und ist mit ihrem umfassenden Angebot ein Ort zum Wohlfühlen. Das ist der beste Entscheid, den wir je getroffen haben, hier hinten zu gehen. Rechtzeitig, solange man eigentlich noch zu Weg ist. Hier, an der Grenze zur Churer Altstadt, darf sich jede Bewohnerin und jeder Bewohner daheim fühlen.